Lektion 106 aus einem Kurs in Wundern. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Die heutige Lektion schließt in gewisser Weise nahtlos an die gestrige an. Es geht wieder um unser Verständnis von Geben und Empfangen. Es geht um den Frieden in uns, den wir nur spüren, wenn wir in der Stille sind, wenn wir nicht auf die Stimme des Egos hören. Und es geht darum, dass wir in dieser Stille lernen. Denn da sind wir empfangsbereit, weil wir Frieden geben, allein dadurch, dass wir in Frieden sind. Dieser Satz oder diese zwei Sätze aus der gestrigen Lektion haben mich noch eine ganze Weile beschäftigt. Wahres Geben ist Schöpfung. Es dient das Grenzenlose zum Unbegrenzten aus, die Ewigkeit zur Zeitlosigkeit und die Liebe zu sich selbst. Und gerade dieser letzte Teil, die Liebe wird zu sich selbst ausgedehnt, ist ja nichts anderes als Geben und Empfangen sind eins. Wir geben, wie wir empfangen, und wir empfangen, wie wir geben. Die Liebe dehnt sich zu sich selbst aus. Etwas weniger poetisch ausgedrückt könnte man sagen, das ist das Perpetuum mobile des Lebens. Und wenn wir uns darauf einlassen, das zu spüren, dann erhalten wir ja die Informationen des Lebens. Und das ist Heilung, denn dann sind wir verbunden, erleben keine Trennung mehr. Und ja, es ist ein Prozess oder wahrscheinlich ein Prozess, denn unsere Kommunikationsfähigkeit ist ja sehr eingeschränkt. Wir haben sie selbst begrenzt. Doch durch das Einlassen auf die Stille, auf die Ausdehnung der Liebe, des Friedens, der Freude, lernt unser Geist, gewinnt Vertrauen in die Wahrheit. Das klingt doch recht gut, oder? Schauen wir es uns also in der Lektion konkret an. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Wenn du das Ego-Stimme weglegst, wie laut sie scheinbar auch rufen mag, wenn du seine unbedeutenden Gaben nicht akzeptierst, die dir nichts geben, was du wirklich willst, wenn du offenen Geistes zuhörst, der dir nicht sagte, was Erlösung ist, dann wirst du der Wahrheit mächtige Stimme hören. Ruhig in ihrer Macht, stark in der Stille und in ihren Botschaften ganz sicher. Nun, da sind ja jetzt etliche Wenns drin, ja, wenn. Und das ist wahrscheinlich unser Problem. Denn die Stimme des Egos ist ja laut, sehr eindringlich und ja, die Gaben, die wir da erhalten, interessieren uns natürlich schon, ja. Also, was sind diese Gaben? Es sind Wünsche, Ziele, aber auch Konflikte oder, ja, Krankheit, Krisen und so weiter. Und von dem wir, ja, wie wir es gelernt haben, sind wir da schon dabei, denn entweder müssen wir etwas dafür oder dagegen tun, etwas unternehmen. Was wir nicht sehen können, ist, dass wir eben in einem Kreislauf stecken, denn jetzt hören wir nicht die innere Stimme, sondern
Jetzt folgen wir der Stimme des Egos und es ist die Stimme der Angst letztlich. Und damit produzieren wir weitere Angst und werden diese auch empfangen. Und vielleicht taucht jetzt so der Gedanke auf, naja, bei Krankheit und Krisen, Konflikten kann das ja sein mit der Angst, aber wo will ich denn da Angst produzieren, wenn ich einfach nur ja, meine, was weiß ich, Umsatzziele verfolge oder mir sonst irgendetwas vornehme? Da produziere ich doch keine Angst. Wenn das völlig neutral wäre, was wir tun, ja, korrekt, dann würden wir keine Angst produzieren. Dann wäre es nur ein Sachverhalt und das Ergebnis des Sachverhalts dürfte sein, was auch immer es eben ist. Doch normalerweise ist es nicht neutral. Diese Ziele haben wir schon mit uns verknüpft. Wir haben Bedeutung vergeben. Was ist, wenn wir einen Termin nicht schaffen? Gibt es dann Ärger? Was ist, wenn wir die Umsatzziele nicht erreichen? Gibt es dann irgendwelche Kürzungen? Muss ich auf etwas verzichten? Wie stehe ich dann da? Es ist also nicht neutral und die Verknüpfung mit uns selbst, die Bedeutung, ist angstgetrieben. Es muss nicht immer die große Angst sein, die hier Huibu im Raum steht. Sie kann versteckt sein. Und wir entdecken das, wenn wir ja, nervös werden, wenn irgendwas nicht so klappt oder läuft, wie wir es erhofft haben. Wenn wir jedoch diese ja, Ziele, was auch immer eben zu tun ist, Konflikte aus der inneren Ruhe angehen, aus unserem Frieden, dann geben wir Frieden und werden Frieden empfangen. Die Konflikte werden für uns gelöst. Das heißt nicht, dass wir ein bestimmtes Ergebnis erzielen, was uns vorschwebt, dann wären wir ja wieder in einem Ego-Denken und Geben, sondern es darf sein, was ist, und wir sind damit in vollkommenem Frieden. Es kommt also darauf an, diesen Kreislauf zu durchbrechen, auch wenn wir naja, am Anfang denken, also ob das eine gute Idee ist, ich muss doch jetzt handeln, ich muss dieses und jenes erreichen und das ist doch ärgerlich. Da müssen wir Stopp sagen und sagen, lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Horch und höre deinen Vater zu dir sprechen durch die Stimme, die er bestimmt hat, und die den Donner des Bedeutungslosen zum Verstummen bringt und denen, die nicht sehen können, den Weg zum Frieden zeigt. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Lass dich nicht durch die Stimmen von Toten täuschen, die dir sagen, dass sie die Quelle des Lebens fanden und sie dir anbieten, damit du daran glaubest. Achte nicht auf sie, sondern höre auf die Wahrheit. Okay, wir werden also ganz klar gebeten, immer auf den inneren Lehrer zuerst zu schauen, bevor wir ja, irgendetwas beurteilen, irgendwie etwas tun, denn sonst sind wir fehlgeleitet. Und was könnten diese Stimmen von Toten sein, die behaupten, die Quelle des Lebens gefunden zu haben? Nun, es sind sicherlich einmal alle Götzen, die wir gemacht haben. Und es sind alle Versprechungen des Egos, egal aus welcher Quelle sie zu kommen scheinen, also
von wem auch immer. Es ist ja eine Projektion von uns, die auf dem beruht, was wir zutiefst über uns selbst glauben. Wir sollen also nicht jetzt in eine Verurteilung von Menschen gehen, die irgendetwas anbieten, was weiß ich, in 17,5 Stufen zum großen Glück oder so. Das ist nicht damit gemeint. Denn wir springen ja nur auf so ein Versprechen an, weil wir daran glauben, dass es etwas bringt. Und das ist der Punkt. Wir werden gebeten, nach innen zu schauen und zu fragen, auf die Wahrheit zu hören. Und vielleicht sind die 17,5 Schritte ja genau das Richtige für uns und wir sind ganz damit in Frieden oder wir spüren, nein, das brauche ich nicht, das ist es nicht. Und dazu braucht es einen gewissen Mut. Es braucht Mut, erst einmal nach innen sich auszurichten, ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen, denn normalerweise sind wir sehr angetrieben, etwas zu lösen, etwas zu tun. Und so heißt es in der Lektion, hab heute keine Angst, die Stimmen der Welt zu übergehen. Geh leichtfüßig an ihrer bedeutungslosen Überredungskunst vorbei. Hör nicht auf sie. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Geh an allem vorbei, was nicht von ihm spricht, der dein Glück in seiner Hand hält, die er dir in Willkommen und in Liebe entgegenstreckt. Höre heute nur ihn und zögere nicht länger, ihn zu erreichen. Hör heute nur die eine Stimme. Also das ist ja jetzt sehr eindringlich, oder? Und es ist sehr bestimmt. Das hat seinen guten Grund. Denkt dran, wir empfangen, wie wir geben, wie wir empfangen. Wenn wir uns auf die Wahrheit einlassen, auf die innere Stimme, und es ist nicht eine Stimme oder wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, wie du es erlebst, die wir akustisch hören. Auch Helen Schackman hat bei der Niederschrift des Kurses die Stimme nicht akustisch gehört. Sie war irgendwie anders da. Es war ein Wissen. Und so ist die Stimme der Wahrheit, die Stimme für Gott, ist auch ein Gewahrsein, ein Wissen. Und dieses Wissen hat seine Basis in dem Frieden, den wir spüren, die Ausdehnung, die wir wahrnehmen können, die Freiheit. Das ist es, worauf es ankommt. Und hier ist dein Licht. Und in diesem Licht kannst du die Welt neu betrachten und erkennen, was gegebenenfalls zu tun ist, oder eben auch nicht. Es kommt aus einer inneren Gelassenheit heraus. Solange du den Frieden in dir spürst, die tiefe Ruhe, ist alles bestens. Heute wird das Versprechen von Gottes Wort erfüllt. Horch und sei still. Er möchte zu dir sprechen. Er kommt mit Wundern, die tausendmal glückverheißender und wunderbarer sind als die, von denen du je geträumt oder die du in deinen Träumen dir gewünscht hast. Seine Wunder sind wahr. Sie werden nicht verblassen, wenn das Träumen aufhört. Stattdessen machen sie dem Traum ein Ende und dauern ewig an, denn sie kommen von Gott zu seinem lieben Sohn, dessen anderer Name Du ist.
Wenn wir uns auf das Leben einlassen, keine eigenen Vorstellungen mehr machen, auf keinen eigenen Vorstellungen mehr bestehen, dann kann sich das Leben zu sich selbst ausdehnen und wir erleben Wunder. Wunder sind eine Korrektur unserer Wahrnehmung. Und dann können wir, ja, den Sohn Gottes im anderen erkennen, denn wie heißt es hier? Sie kommen von Gott zu seinem lieben Sohn, dessen anderer Name du ist. Ja, zu wem sagst du denn du? Zu allen anderen. Wow, oder? Das ist jetzt schon ein Knaller. Der Mensch vor dir, der an der Ampel rumgetrödelt hat und von dem du dachtest, der könnte jetzt auch mal schneller losfahren, die Trantüte, ist der liebe Sohn Gottes. Das ist jetzt schon ein bisschen unerwartet, oder? Obwohl wir es natürlich irgendwie schon wissen, weil es ja Bestandteil des Kurses ist und uns schon oft gesagt wurde. Das Wunder, das wir erleben können, ist, wenn wir an der Ampel in Frieden sind, in Frieden bleiben, gibt es keine Trantüte mehr, sondern einfach nur Glück und Freude. Das ist das Wunder der Wahrnehmungskorrektur. Wir projizieren nichts mehr auf den anderen. Höre ihn heute und horche auf das Wort, das den Schleier lüftet, der über der Erde liegt und alle weckt, die schlafen und nicht sehen können. Gott ruft sie durch dich an. Er braucht deine Stimme, um zu ihnen zu sprechen, denn wer könnte den Sohn Gottes erreichen, wenn nicht sein Vater, der durch dein Selbst ruft. Höre ihn heute und biete ihm deine Stimme an, um zu all den vielen zu sprechen, die warten, um das Wort zu hören, das er heute sprechen wird. Was heißt das? Das heißt, wenn wir in Frieden sind, wenn wir uns immer wieder nach innen ausrichten, dann werden wir anders kommunizieren, anders handeln, als wenn wir im Ärger sind. Das ist irgendwie klar, oder? Und durch diese veränderte Kommunikation beginnen wir automatisch die Wahrheit zu teilen. Und das ist wahres Geben und das ist Schöpfung. Wir lernen also, wie Schöpfung wirklich funktioniert und damit lernen wir, wie wir selbst funktionieren, was wir selbst sind. Und wir brauchen uns dabei keine Gedanken zu machen, wie geht das, was muss ich tun, muss ich jetzt irgendwo etwas Besonderes sagen? Das braucht es nicht, denn es kommt ja von alleine, wenn wir verbunden sind. Denk dran, die einzige Entscheidungsfreiheit, die wir haben, ist, hören wir auf die eine Stimme oder die andere. Die Gedanken, die jeweils aus dieser Quelle kommen, die können wir nicht bestimmen. Die sind schon da. Sei bereit für die Erlösung. Sie ist da und wird dir heute geschenkt. Und du wirst deine Funktion von dem einen, der sie in deines Vaters Namen für dich wählte, erlernen. Wir brauchen uns also um nichts zu kümmern. Nur entscheiden müssen wir uns und konsequent ausrichten. Immer wieder. Für den Bringer aller Wunder, und Bringer ist groß geschrieben,
ist es nötig, dass du die Gaben zuerst empfängst und so zum frohen Geber dessen wirst, was du empfangen hast. Im Klartext: Schau erst nach innen, spüre den Frieden und lass aus diesem Frieden heraus, ja, sich das Leben entfalten, was immer du dann sagst oder tust. Das ist der Anfang der Erlösung und ihr Ende. Wenn alles dein ist und alles verschenkt ist, wird es auf ewig bei dir bleiben. Wenn das der Anfang der Erlösung ist und ihr Ende, bedeutet das doch konsequenterweise, dass wir keinen anderen Prozess bräuchten. Es würde reichen, immer nur still zu sein, auf die Wahrheit zu hören und aus diesem Zustand heraus dann, ja, letztlich zu sehen, was geschieht, was wir tun, was wir sagen. Und warum machen wir das nicht? Naja, weil am Anfang der Lektion so viele Wenns waren, wenn, wenn, wenn. Und so braucht es eben die Übung, dass wir unseren Geist fokussiert halten. Dann lass uns doch genau das tun, wenn du möchtest und noch eine kurze Zeit hast. Okay, dann danke, dass du dir Zeit nimmst, Zeit nach innen zu schauen. Und heute üben wir Geben. Nicht auf die Weise, wie du es jetzt verstehst, sondern so, wie es ist. Und wir beginnen diese Übung mit der Bitte um unsere Erleuchtung. Ich will still sein und auf die Wahrheit hören. Sage dir das. Ich will still sein und auf die Wahrheit hören. Und warte, bis sich die Ruhe in dir vergrößert, bis du deine Mitte gefunden hast. Sie ist einfach da. Und du kannst spüren, wenn du deine Vorstellungen losgelassen hast innerlich, denn du spürst Weite, die Enge des Körpers lockert sich und es wird wahrhaft friedlich in dir. Ich will still sein und auf die Wahrheit hören. Und wir halten unseren Geist auf die Stille ausgerichtet und fragen jetzt: Was heißt es zu geben und zu empfangen? Gib dieser Frage Raum. Lass sie in dir klingen und einfach wirken. Was heißt es zu geben und zu empfangen? Erwarte eine Antwort doch, lass es ganz offen. Freue dich einfach über dein Sein. Und vielleicht kannst du etwas spüren in dir, vielleicht wie sich der Frieden in dir vertieft und vergrößert, wie Freude in dir auftaucht. Eine Gewissheit, ein Gewahrsein. Mach dir keinen Kopf,
Es ist nicht mit dem Verstand zu greifen. Es geht um die innere Wirkung in deinem Geist. Sei nur still und horche auf die Wahrheit. Und für jede 5 Minuten, die du mit Horchen zubringst, öffnen 1000 Geister sich der Wahrheit und sie werden das heilige Wort hören, das du hörst. Heute wird das heilige Wort Gottes dadurch erfüllt, dass du es empfängst, um es zu schenken, damit du die Welt lehren kannst, was Schenken bedeutet, indem du horchst und es von ihm erlernst. Mehr gibt es nicht zu tun. Und erinnere dich heute selbst so oft wie möglich mit den Worten: Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Heute bin ich Gottes Bote. Meine Stimme ist die Seine, um zu geben, was ich empfange. Und du wirst in Frieden und in Liebe sein und daraus handeln. Wunderbar, wie großartig. Hab einen wunderbaren Tag, einen Tag der Erleuchtung in dir.